Frau gefickt, Alter. Das ist einfach ein Fitze, Mann. Das kann man nicht anders sagen. Du so. Ich hoffe, sehe ich überhaupt gar nicht mehr wieder. Am nächsten Mal möchte ich töten oder so. Jo Leute, was geht's zum neuen Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder ein neues Street Comedy Video. Die Frage, habt ihr auch gelesen, ist, was wäre die letzte Nachricht an eurem Lehrer, den ihr über alles hasst? Ich würde sagen, wir fragen erstmal ein paar Leute. Hoffentlich wird's heute mal ein bisschen besser. Und let's go. Und zwar meine Frage lautet, was wäre die letzte Nachricht an euren Lehrer, den ihr über alles hasst? Ihr habt bestimmt irgendeinen Lehrer, den ihr über alles hasst, oder? Das hat jeder. Was wäre eure letzte Nachricht? Keine Ahnung, dass er nicht so viele Geschichten über seine Kindheit erzählen soll. Deine? Dass er ein Hurensohn ist. Hurensohn, oh. Was hast du für einen Lehrer? Scheißlehrer. Boah, welches Fach, Mathe? Geil. Ihr habt bestimmt auch in der Schule immer so einen Lehrer, den ihr über alles hasst, oder? Ja. Was wäre die letzte Nachricht an ihm, wenn ihr ihn nie wiedersehen würdet? Und ja, was wäre einfach die letzte Nachricht an ihm? Frau gefickt, Alter. Ja, wir haben auch so einen Hurensohn bei uns in der Schule. Ja. Der hasst halt nur mich. Und ja, ich würde ihn auch, glaube ich, so beleidigen oder so. Wie würdest du ihn beleidigen? Ja, auch so Bastard oder so zu hinten. Boah. Ihr habt bestimmt früher oder jetzt immer noch einen Lehrer gehabt, den ihr über alles gehasst habt, oder? Was wäre eure letzte Nachricht, wenn ihr wüsstet, ihr würdet ihn nie wiedersehen? Was würdet ihr ihm sagen? Verpiss dich, du Penner. Nein, leb wohl. Nein, Mann. Was? Warum leb wohl? Oh. Treue berühren Fried, Treue berühren Fried, Treue berühren Fried. Ja. Machtest du ihn, oder? Der geht, ne? Manche Lehrer sind cool, manche nicht. Ihr müsst mal ein bisschen übertreiben. Ich meine, ist ja nicht so, dass man einfach sagt... Beleidigen, dann sieht er es und dann sagt er, hier, aus denen ist wirklich nichts geworden, habe ich mir gedacht. Ah, nein, das wird schon nicht so sein. Ich meine, würde ich meinen Lehrer sehen, den ich über alles hasse, dann würde ich ihn richtig beleidigen. Würdet ihr nicht? Ja, ich hatte keinen, den ich richtig hasse, ne? Okay, gut, das war's schon. Das Tagungs, ne? Danke fürs Mitmachen, ne? Haut rein. Was wäre die letzte Nachricht an deinem Lehrer, den du über alles hast oder gehasst hast, wenn du ihn nie wiedersehen würdest? Was wäre deine letzte Nachricht? Ach so, ja, grüß dich erstmal. Oh, das wäre die Frau Prilop. Grüße gehen raus. Ich hoffe, sie landen einfach in der Hölle. Oh, warum das? Was hat sie gemacht? Das ist einfach ein Fitze, Mann. Kann man nicht anders sagen. Und, ja, das war's eigentlich schon. Was und danke fürs Mitmachen, ne? Ihr geht ja locker alle noch zur Schule, oder? Ja. Und zwar, ihr habt bestimmt einen Lehrer, den ihr über alles hasst. Den hat jeder, oder? Hm. Was wäre die allerletzte Nachricht an ihm, wenn ihr ihn nie wiedersehen würdet? Keine Ahnung, stirb oder sowas. Ich hasse dich. Du hast du Lehrerin, die du gar nicht magst? Boah, welches Fach? Englisch. Boah, stressig. Und bei dir? Ich komm mal kurz zu dir. Was wäre deine letzte Nachricht an deinem Lehrer, den du über alles hast? Du Sohn. Warum schon direkt du Sohn? Er nervt mich nur. Boah, stressig. Ich würde sagen, dass ich ihn hasse und auch als Sohn beleidige. Boah, wie die übertreiben, ey. Und am Ende, wenn ich dann später was erreicht habe, dann sage ich, hier bin ich heute. Ja. So kann man es auch machen. Was wäre die letzte Nachricht an euren Lehrer, den ihr über alles hasst, wenn ihr ihn nie wiedersehen würdet? Eure allerletzte Nachricht. Boah, verpiss dich, du hast mir so schlechte Noten gegeben, dass ich sitzen geblieben bin fast. Oh, bei dir? Ja, weiß nicht. Gesterben oder sowas. Oh, warum so hart? Ich mag die halt nicht. Okay, das war's schon. Ihr geht ja bestimmt alle noch zur Schule, oder? Ja. Okay, gut. Ihr habt bestimmt auch selber einen Lehrer, den ihr über alles hasst. Das ist doch immer so. Ja. Ja. Was wäre die allerletzte Nachricht an ihn, wenn ihr ihn nie wiedersehen würdet? Wenn ich ihn nie wiedersehen würde? Ja, ich hoffe, sehe ich überhaupt gar nicht mehr wieder. Am nächsten Mal möchte ich töten oder so. Oh, warum töten? Hasslehrer. Oh. Scheiß Noten ohne Grund. Ja, hat bestimmt einen Grund oder so, oder? Nö. Bei dir? Ich glaube, ich würde einfach meine Meinung sagen einmal. Was wäre denn deine Meinung? Dass sie nicht so asozial sein soll und so. Inwiefern asozial? Nicht so unfair benoten soll und nicht so rumheulen soll und so. Ich würde sie einfach beleidigen, dass sie sich schlecht fühlen und dann... Also ich bin jetzt, sage ich mal, deine Lehrerin, ja? Ey, da ist Nissan Kitera. Ich bin jetzt, sage ich mal, deine Lehrerin, ja? Wie würdest du jetzt, was würdest du zu mir sagen? Ich bin jetzt deine Lehrerin, ja? Oha, du auch, ja? Ja. Okay, danke, dass ihr mitgemacht habt. Nochmal, ne? Dann haut mal raus. Ich heiße Arianina mit 3 A's am Ende. Ich heiße Lilly mit 2 I und 2 Y. Ich heiße Marleen.pvc. Könnte man direkt Ich hab's falsch gesagt. Was ist behindert, Mann? Warte, folgt mir alle Lenner.mck1 auf Instagram. Der ist geil. Könnt ihr euch klären. Alles gut, alles gut. So Leute, das war es erstmal mit dem Video. Diesmal war es ein bisschen besser als letztes Video. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, hat mir auch selber viel Spaß gemacht. Hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Angucken. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann checkt es einfach mal ab. Abonniert mich einfach und vergesst die Glocke nicht für die Leute, die mich abonniert haben. Ganz wichtig. Ja, ich würde sagen, checkt nochmal mein Merch ab, mein Merch und Henrys Merch ab. Danke nochmal an Henry fürs Filmen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao.